Radio Hamburg Video. Wir sind jetzt hier im Tierpark Hagenbeck und ich werde gleich in ein ganz großes Gehege reinklettern und um mein Leben ringen. Es geht um Paviane, die auch durchaus angriffslustig sind, aber ich will nicht so viel vorwegnehmen. Mal gucken, was passiert. Das werden wir gleich klären. Hallo, Annie von der Radio Hamburg Morning Show, ich grüße dich. Ja, Sarava. Und du kannst mich Action Annie nennen, weil ich mache jetzt eine ganz, ganz große Mutprobe hier. Ja, und zwar gehen wir jetzt auf den Felsen dort. Kurze Frage, was kann denn jetzt passieren? Also es könnte passieren, dass sie halt uns drohen. Das ist aber nicht weiter tragisch. Also sie werden ein bisschen auf uns zukommen wahrscheinlich, uns ein bisschen drohen, aber... Die sind das gewohnt, da wir dreimal in der Woche auf den Felsen gehen. Okay, du machst mir Mut, ich komme jetzt mit. Aber nur noch mal eine kleine Frage, was sollte ich jetzt nicht tun vor dem Pavian? Ja, also vor dem Pavian natürlich die nicht in die Augen gucken, weil halt für die ein Drohverhalten auch ist. Mhm. Was für uns halt eigentlich eine Gestik der Höflichkeit ist, ist für die halt ein Drohverhalten. Ja. Und auch nicht so mit den Augenbrauen hochziehen, okay. Wenn man die anguckt, nicht so an. Und auch nicht wirklich so auf die zu mit dem Kopf. Also ganz normal verhalten, die nicht wirklich beachten in dem Sinne, also ganz normal und so tun, als wären die Affen gar nicht da. Ach, das wird mir schwerfallen bei 50 Pavian, aber ich gebe mein Bestes und mal gucken, was passiert. Ich hoffe natürlich nichts. So, dann gehen wir mal da hinten. Als Sicherheit nehmen wir uns jetzt halt jeder eine Schaufel mit. Ja. So, das ist sozusagen unsere Bewaffnung. Oh wei, ja. Naja, im Ernstfall würde sie auch nicht wirklich viel bringen, aber sie halt. Danke. Aber sie reicht halt zumindest halt, um die Tiere zu verscheuchen. Die wissen halt ganz genau, wenn die Schaufel da ist, das ist halt nicht wirklich gut. Lass mich nochmal tief Luft holen. Ich hab da extra. Oh, da kommt schon einer entlang. Okay. Woran merkt man, wenn die denn aggressiv werden? Das sieht man dann. Das sieht man, ja. Das sieht man auf jeden Fall. Also sie kommen halt eine auf einen zu, demonstrieren das halt durch Laute und halt durch Gestik halt, also durch Kopfnicken und ähnliches. So, und du kannst jetzt einmal zurück. Ja, oh Gott. Hey. Oh, ich guck auch keinen an. Genau. Wenn ich jetzt mit der Schippe hier so schlage, ist das gut, ja? Nee, erstmal noch nicht. Das ist uns jetzt so einfach so, ja? Stehen. Du machst das alles, ja? Ich kriege jetzt auch und ich gucke auch überhaupt keine Affen an. Ja. Gut. Ich schaue jetzt einfach nur in dein Gesicht, ja, damit auch sich keiner provoziert fühlt. Sie gucken jetzt erstmal, die müssen ja natürlich auch gucken, wer ist das. Ja. Ja. Die kennen mich ja auch noch nicht. Genau, und dann normalerweise sind da hier Leute mit Grün drauf. Ja. Und naja, du jetzt in Rot, das ist natürlich dann halt auch erstmal interessant. Oh, da kommt einer. Ja, das ist aber noch nicht. Jetzt. Oh. Alles gut. Oh Gott. Ist das gut? Kommen die nicht näher? Bis jetzt noch nicht. Nein? Aber wenn? Oh. Dann müssen wir runter. Ja, aber dann bist du da. Oh Gott. Ich glaube, das ist auch schon so gut. Ja? Ja. Möchtest du jetzt wieder runter? Nö, das ist okay. Ja? Gut. Tür ist offen. Ja, wunderbar. Oh, das war schon, also... Das waren zwei Männchen, die sich halt ein bisschen in den Wollen hatten. Die haben sich jetzt eben gerade gezofft. Und die kamen dann so ein bisschen auf uns zu und haben uns dann auch schon so leicht bedroht. Genau, die haben uns jetzt auch leicht bedroht. Und jetzt natürlich durchs Gitter beobachten sie uns jetzt alle. Ich bin auch erleichtert, dass da ein Gitter vor ist. Es ist überhaupt nicht meins. Oh Gott, ich meine, ich weiß, dass da ein Gitter vor ist und trotzdem erschrecke ich mich hier wie blöd. Das ist jetzt nur Neugierde. Ja. Nochmal einmal gucken, so, ach, sind die jetzt draußen und können wir jetzt endlich in Ruhe wieder... weiterfressen und ansonsten ist das nichts Schlimmes mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das hat mich schon Überwindung gekostet. So, und ich am besten, wir gehen jetzt auch raus, ne? Mach die Tür jetzt zu, die andere. Ja. Dann sehen wir sie nicht mehr, hören sie nur noch und das war's dann. Gott sei Dank, okay, lass uns bloß raus. Oh. Oh, Tobias, so schön. Einfach mal in der Sonne liegen. Die Paviane sind weit weg von mir. Naja, hinter uns. Ja, aber jetzt zeige ich mich noch persönlich. Genau. Wir haben Futter noch mitgebracht. Ich genau. muss mich ja entschuldigen, weil wir sind ja einfach so ins Revier reingekommen. Genau, und jetzt habe ich noch ein paar Affenpellets mitgebracht. Die fressen sie ganz gerne. Und ja,
Dann kannst du dann nochmal ein bisschen Versöhnung mit dem schließen. Okay, wunderbar. So, ich meine Hand voll. Ja. So. So, ich schmeiß einfach mal jetzt, ne? Oh, also ich bin ja auch gigantisch im Werfen. Ah, jetzt kommen sie. Zack. Ne, den fütter ich nicht, der hat mich vorhin böse angeguckt. Aber der kriegt auch. Oh, da gibt's schon die erste Keilerei. Heieieiei. Die beißen sich auch richtig, ne? Ja. Also das Männchen versucht natürlich, seine Frauen zusammenzuhalten. Ja. Weil die leben in einem Harem. Das heißt, ein Männchen hat ca. 7 bis 14 Weiber. Das wünscht sich doch jeder Mann. Genau. Und wenn sich halt eins zu weit entfernt, dann muss er halt einschreiten. Und es ist immer ziemlich mies, wie es aussieht. Das Weibchen wird dann nämlich in den Nacken gebissen. Ei. Und deswegen versuchen halt die Frauen immer beim Pascha zu bleiben, also beim Männchen zu bleiben, damit sowas halt nicht vorkommt. Mehr Videos und Podcasts unter radiohamburg.de.